wird abgelöst von einer sehr, sehr bunten Gruppe gleich. Nämlich Canoa Folk. Das ist ein Tanzprojekt. Es geht um traditionelle Tänze aus Kolumbien. Gut drauf sind die Leute hier auf jeden Fall. Ja, dein Gesprächspartner eben hatte ich nicht hundertprozentig ernst genommen, aber es war unterhaltsam anzuhören. Nee, aber das Beste war, dass er mir am Schluss gesagt hat, wie heißt du? Ja, genau. Ja, und er so, wie? Und ich so, Mann, lass mich in Ruhe. Ja. Aber er war doch nett dabei. Ja, total, ja. Total. Die sind auf jeden Fall alle so ein bisschen durch diese Aufführung, glaube ich, sehr auf Adrenalin. Und damit sind wir bei Canoa Folk. Ja, ein Berliner Verein. Trotzdem auszusprechen, Puentes Mestizos e.V., Kunst baut Brücken, ein Berliner Verein, wie du gesagt hast, der von sich sagt, er möchte multikulturelle Räume schaffen. Und das ist die erste Gruppe auf dem Karneval der Kulturen 2017, die ihre komplette Performance bei strahlendem Sonnenschein absolvieren würden, ja, wie ich annehme. Unglaublich. Was für ein Traum. Was den Farben der Kostüme natürlich sehr, sehr entgegenkommt. Das sind nämlich sehr, sehr farbenfrohe Trachten. Und vier Choreografien haben sie einstudiert. Und zwar ist es Cumbia, Tambora, Curula. Das Wetter wird nicht so bleiben, wie Sie gerade sehen. Die Sonne wird möglicherweise verschwinden. Also beschreibt noch schnell weiter, bevor der Regen kommt. Okay, also das ist traditioneller Tanz der pazifischen und der karibischen Küste Kolumbiens. Und ja, viele kennen ja Kolumbien. Ich glaube, aus Narcos, der Serie, sehr oder bekannt. Oder von der Kaffeepackung. Ja, zum Beispiel auch. Besser als von Drogen. Und hier sind sie natürlich auch bekannt für ihren Karneval. Und wenn Sie jetzt gerade rätseln, wo kommt diese Musik eigentlich her? Aus Südafrika, aus Südamerika, aus Afrika, aus Europa? Sie sagen, wir wollen das alles vermischen. Auch das ist ja die Idee des Karnevals der Kulturen. Die Grenzen zwischen den Kulturen einfach mal für diesen Nachmittag aufzuheben. Also jeder soll seiner Kultur treu bleiben, aber einfach mal zu zeigen, wir sind zwar unterschiedlich, aber wir können gemeinsam ganz tolle Sachen machen. Zum Beispiel dieses Springen auf einem Bein die ganze Zeit, was der Herr gerade gemacht hat. Und jetzt haben sie diese Sonnenhüte dabei und tatsächlich sind sie in diesem Moment wirklich mal sinnvoll. Ist aber auch ein guter Regenschutz. Kleider, wie schön sie dazu tanzen können. Ne? Schön aus. Dieses Blau-Türkis, das sehe ich jetzt schon das dritte Mal, das scheint sehr im Trend zu sein. Deswegen bin ich ja auch heute in dieser Farbe hier beim Karneval der Kulturen. Ich habe mich gerade gefragt, warum fällt dir dieses Türkis auf? Markus nämlich total stylo. Natürlich. Guckt sich immer die trendigsten Farben an, um dann vor der Kamera zu stehen. Ich bin so ein und hier jetzt hinter der Kamera. Ein Fashion-Victim. Genau. Du könntest auch direkt in dieser Gruppe mitmachen. Das stimmt. Wenn da nicht die Bewegung wäre. Aber ich meine, du nimmst einfach ein Tuch. Ja, ganz ehrlich, auch das sieht schon eleganter bei ihm aus, als es bei mir aussehen würde. Man denkt immer, es wäre so leicht, aber sie laufen ja wirklich die Schritte alleine. Die sind ja schon einstudiert. Also es lohnt sich jetzt wirklich noch. Es ist jetzt 15.53 Uhr, sehe ich gerade. Es lohnt sich wirklich noch zum Karneval der Kulturen zu kommen, denn okay, es ist vielleicht eine graue Wolke, aber sie bringt keinen Regen. Also wir haben hier keinen Regen.